Herzlich willkommen bei InPixels Insight. Insight ist unser neues Format, welches sich hauptsächlich um Interviews dreht und um lokale Firmen, die wir besuchen werden. Unser heutiges Thema ist Datensicherheit. Datensicherheit ist gerade im Zuge des NSA-Skandals ein Thema geworden, was jeden betrifft. Und genau da setzen Programme wie Telegram, Threema und ähnliche an, die eben mit dieser neuen Datensicherheit versuchen, den Leuten ihre Privatsphäre zurückzugeben. Genau dieses gesteigerte Bewusstsein der Menschen hin zur Sicherheit hat sich ein Hamburger Startup vor einigen Jahren bereits zur Grundlage genommen, um Produkte zu entwickeln, die den Menschen ihre, wie sie sagen, Datenhoheit zurückgeben. Wir sind heute bei Protonet, dem Hersteller der privaten Cloud für kleine Teams und Privatanwender. Innerhalb des Crowdfunding-Bereichs hat Protonet Mitte des Jahres einen beachtlichen Erfolg erzielen können. Das liegt auch an lokalen Unterstützern wie der Werbeagentur Kolle Rebbe und dem Fotografen Paul Ripke. Das Kapital und die Power der Community, die uns halt auch unterstützt und die jetzt auch ihre Server zum Beispiel bekommen, ihre Personal Server, die helfen uns, einen weiteren Schritt zu gehen, weiter in eine Welt hineinzuarbeiten, in der jeder Bürger letztendlich ein Stück des Internets besitzt. Für Ali und sein Team war das Thema Datenhoheit auch schon vor NSA und Snowden relevant. Und wir haben gegründet in Ende 2012, haben damals eine UG gegründet und haben dann ein erstes Crowdfunding gemacht. Und die Idee ist aber schon Jahre davor entstanden. Wir haben schon Jahre vorher, war für uns absehbar, in 2007 war für uns absehbar, okay, diese sozialen Geschichten im Netz, Kollaboration, Sharing, Kommunikation und all die Sachen, die extrem einfach gemacht wurden durch das Netz, großartig. Massives Potenzial für Gesellschaft und für die Menschheit insgesamt. Wir haben auch zeitgleich gesehen, dass so Stück für Stück bestimmte Player ihre Schachfiguren an die Positionen gestellt haben, um dieses Netz zu übernehmen, um da irgendwo einen Knopf einzubauen, mit dem alles ausgemacht werden kann. Und wir haben uns überlegt, wie müsste eine Welt aussehen, in der das nicht möglich ist. Richtig Fahrt nahm Protonet aber erst durch die Maya auf, die besonders für Privatpersonen und Freelancer sowie kleine Teams interessant ist. Es war zudem die Maya, die Protonet zu dem Crowdfunding-Weltrekord Mitte des Jahres 2014 verhelfen konnte. Wir hatten hier einen großen Trubel, weil wir dieses Jahr noch ungefähr 1000 Mayas rausschicken. Mayas sind unsere kleinen Personal-Server. Hier sind sie, so sehen sie aus. Großartiges Design, hat nur einen Knopf, den einen Knopf muss man dann drücken und hat quasi sich so mit seiner Datenhoheit zurückgeholt. Wir haben irgendwann entschlossen, dass es wichtig ist, dass wir auch um 1000 Euro herum, also so einen Laptop-Preis herum, auch ein Produkt haben, was die Leute sich leisten können. Es gibt ganz viele Selbstständige, für die ist das schon, sind 3.000, 4.000, 5.000 Euro schon ein Invest und die haben uns angerufen, haben gesagt, wir wollen das haben, wir haben auch noch nicht das Geld und was sollen wir jetzt machen? Und irgendwann haben wir gesagt, okay, der nächste offensichtliche Schritt ist, dass da etwas Cooles, Kleineres entsteht. Und wir haben ganz viel Zeit damit verbracht zu gucken, wie muss sowas aussehen. Und wie viele von den Entwürfen haben wir verworfen. Wir haben ganz viele Entwürfe gehabt, die auch Sinn gemacht hätten aus betriebswirtschaftlichen Gründen, wo man vielleicht sogar irgendwie 10 Euro mehr Rohertrag gemacht hätte. Und haben uns aber dann gefragt, wenn das letzte Produkt ist, was wir rausgeben, wie soll es aussehen? Und das ist auf jeden Fall schon etwas, auf das man stolz sein kann, finde ich, vom Design. Und ihr habt die Verpackung ja gesehen, das bildet schon eine Einheit. Die Maya verfügt über einen Intel Celeron-Prozessor mit 1,4 GHz, der mit 8 GB Arbeitsspeicher angereichert ist. Gespeichert wird auf einer SSD, welche von 256 GB bis 1 TB erhältlich ist. Drei Aspekte kennzeichnen dabei die Philosophie, welche in alle Produkte von Protonet einfließt. Wichtig für Ali und sein Team ist das Thema Usability. Der Kern von dem, was wir machen, ist, Menschen einfach unabhängig zu machen. Einfach, weil das sonst nicht anders geht. Das ist das, was wir jetzt als heutzutage gewohnt sind, dass die Dinge einfach funktionieren. Oder das ist meine Erwartung an Technik, dass sie einfach funktioniert. Und die wollen wir halt auch im Produkt widerspiegeln. Und man muss nichts wissen. Man muss seinen Admin nicht fragen, man muss seinen Router nicht einstellen. Das funktioniert einfach. Wir haben in unseren Produkten zwei Komponenten.
ne, die perfekt zusammenspielen. Einmal die Hardware. Wir haben einen kleinen, in sich geschlossenen Baustein gebaut. Ne, das ist die Maya, die Kala Kalita, und haben dem eine Seele gegeben, ne, unser Betriebssystem, was dafür sorgt, dass, wenn du das auspackst, den Knopf drückst, sofort anfangen kannst zu kommunizieren, zu kollaborieren und in Zukunft auch viel, viel mehr. Lokale Produktion spielt bei Protonet eine entscheidende Rolle. Unabhängigkeit bedingt Nachhaltigkeit. Und das bedeutet, dass Dinge so produziert werden müssen, dass sie möglichst lange halten, dass sie qualitativ hochwertig sind, dass sie im besten Fall von lokalen Ressourcen Gebrauch machen. Und deswegen ist jeder Schritt, den wir halt in Produktion gehen, auch etwas, wo wir halt möchten, dass wir ein Beispiel setzen können, wie lokale Produktion erfolgreich funktionieren kann. Und wir produzieren so viel wie möglich in Hamburg und das werden wir auch in Zukunft tun. Und also unser Wert ist Lokalpatriotismus. Das heißt, wenn wir vielleicht eines Tages amerikanische Boxen bauen, dann sind sie vielleicht auch in Amerika gebaut. Aber sie müssen lokal gebaut werden. Weil das ist so ein Kern von dem, was wir in der Zukunft sehen, sind nämlich funktionierende, autarke, lokale Communities, aus denen Produkte entstehen, die diese Produkte wieder recyceln und die Ressourcen wieder in diesem internen Kreislauf wiederverwenden. Der wichtigste Aspekt jedoch ist die Datenhoheit. Dass wir Technik halt nicht nur als etwas sehen, was das Leben einfacher macht, sondern Menschen unabhängig macht. Und in dem Sinne würden wir, wenn wir das hier zum Erfolg gebracht haben, würde es nicht die letzte Sache sein, indem wir die Menschen unabhängig gemacht haben oder denen geholfen haben, sich ihre Unabhängigkeit zurückzuholen. Ein Beispiel für die Umsetzung dieses Gedankens ist die Protonet Messenger App. Mithilfe dieser App kann man nicht nur Nachrichten verschicken, sondern auch seine Location oder Fotos. Der Messenger stellt dabei eine alternative Möglichkeit dar, innerhalb von Firmen zu kommunizieren, ohne dafür externe Dienstleister wie WhatsApp zu benutzen. Wie die Zukunft von Protonet konkret aussieht, wollte Ali uns noch nicht sagen. Dennoch hat er einen Ausblick über mögliche Betätigungsfelder gegeben und die nächsten Schritte in der Evolution von Protonet verraten. Irgendwann anfangen, aus diesen einzelnen Servern kleine Plattformen zu machen, die miteinander sprechen. Ja, und man kann sich halt vorstellen, wie diese kleinen Punkte miteinander anfangen zu kommunizieren und plötzlich ein ganz neues Netz erschaffen, ne, im Netz. Und das sind die Punkte, in die Richtung wir arbeiten. Natürlich bedeutet das, wenn ich sage, dass wir 10.000, 100.000 Server shippen wollen und ein Netz im Netz schaffen wollen, dass das nicht nur in Deutschland funktioniert. Das muss halt, das muss ein weltweites Phänomen werden. Und da haben wir nach vielen Überlegungen, haben wir tatsächlich jetzt in den letzten ein, zwei Monaten die ersten Schritte gestartet und haben auch die ersten größeren Kooperationen mit der Schweiz begonnen. Das heißt, das ist so unser erster Schritt. Der deutschsprachige Raum ist natürlich ein super Raum, weil wir die Sprache kennen und man kann kommunizieren, ist nicht so weit weg. Und das ist so unser erster internationaler Schritt. Wir sprechen aber schon mit Leuten, um die Schritte danach zu gehen. Ne, auch in Übersee und vielleicht auch in die andere Richtung. Wir werden oft gefragt, warum baut mal ein Telefon, baut mal Notebooks, baut mal dieses und jenes. Und der Kern von dem, was wir machen, ist, Menschen einfach unabhängig zu machen. Ne? Einfach, weil das sonst nicht anders geht. Ne? Das ist das, was wir als heutzutage gewohnt sind, dass die Dinge einfach funktionieren. Oder das ist meine Erwartung an Technik, dass sie einfach funktioniert. Und die wollen wir halt auch im Produkt widerspiegeln. Und das andere ist, dass wir Technik halt nicht nur als etwas sehen, was das Leben einfacher macht, sondern Menschen unabhängig macht. Und in dem Sinne würden wir, wenn wir das hier zum Erfolg gebracht haben, würde es nicht die letzte Sache sein, indem wir die Menschen unabhängig gemacht haben oder denen geholfen haben, sich ihre Unabhängigkeit zurückzuholen.